Jetzt ist nicht Bohrer gleich Bohrer, sondern je nach Material, je nach Qualität, was ich eben haben möchte, gibt es verschiedene Ausführungen von Bohrern. Die gibt es eben in den verschiedensten Sachen, einzeln oder in Sets, wie wir sie hier haben. Das sind jetzt die Rundschaftbohrer. Weiter haben wir natürlich auch diese Bohrer mit der Hexaufnahme, hier eben auch in einem normalen Akkuschrauber oder einer Bohrmaschine einzuspannen. Aber hier aufpassen, Schlagschrauber, wenn es geht, den Schlag vermeiden. Hier ist die hohe Drehzahl natürlich ein großer Vorteil. Diese Stufenbohrer haben wir auch in verschiedenen Qualitäten. Die haben den Vorteil, dass ich je nachdem, welchen Durchmesser ich bohren kann, einfach nur tiefer gehen muss und der erweitert sich. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht mehr nötig vorzubohren, sondern kann das in einem Arbeitsgang machen.